Edel-Leute, Servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Dead Space 3 mit Acel. Ey, Edel-Leute, ey, Malla! Smirnoff! Ey, Malla! Gut, schon mir war irgendwie klar, dass diese Begrüßung kommen wird. Hm, klar. Nimm doch! So. Wir wollten, soweit ich es in Erinnerung hatte, zur Greeley. Ich weiß nicht mehr, worum es in der Story ging. Wir Space Ingenieur, wir Tesseract zerstören. Ah, gut. Tesseract hießen die so? Keine Ahnung, die Tesseract heißen die Dinger bei Flex. Wir gehen einfach da rein und ja, fertig. So. Oder waren wir hier wir schon? Wir zocken jetzt Modern Warfare 3, Alter! Scheiße. Wie geht das nochmal? Mit F. Ja, ich hab immer noch Controller. Ja, ich weiß, aber du kannst ja trotzdem die Buchstaben auf die Tasten schreiben. Mach ich aber nicht. Nicht? Mit so einem schönen Ending? Bestimmt nicht. Weißt du, das beginnt schon und ich hab direkt einen Gesundheitspunkt weniger als du. Ja, dann heil dich mal. Aber du weißt bestimmt wieder nicht mal, wie das geht, ne? Geht! Gut, das war ja klar. Ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? So, diesmal sollten wir vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, uns zu decken. Verstanden. Isaac, Ende. Ja, hier ist ja, wie ging das denn nochmal? Sich decken. Indem du nicht die Leitern zum Beispiel blockierst. So. Okay. Geh runter, du wirst eh wieder sterben. Ja, ja, das ist richtig. Und ich komme. Oh, nee. Ich höre schon Gegnermusik. Hä, ich höre gar keine Musik. Hast die Musik vielleicht komm, aus? Jetzt aktivieren. Aber irgendwie ist da nichts. Ah, Achtung! Ah, wo? Das! Ist es tot? Nein. Nein, es lebt. Ach, einer! Da kommt noch was! Einer! Kommen die alle da raus? Das ist ja ekelhaft. Da ist einer! Ja. Aus dem Schacht! Ich weiß nicht, wie Nahkampf ging. Oh. Links hinter! Au! Alter, das sind zu viele! Ich muss nachladen! Wow! Oh, da kann ich was looten. Oh, da kommt noch einer! Alter. Oh. Wir sind keine 3 Minuten im Game. Ja, direkt in die Action rein. Oh shit. Hä, aber mir kommt so vor, als ob wir hier schon mal gewesen sind. Ja, weil das genauso aussieht. Aber jetzt ist es bestimmt einfach nur zu faul gewesen für die Entwickler, da was Neues zu machen. Ich merk schon. Sie ist einfach genau dasselbe. Aber ich glaube, wenn die Dialoge ja nicht nochmal machen, wenn wir die Mission ja schon mal gehabt hätten, ne? Das stimmt. Das kann sein. Aktivieren. Torque-Stange installieren. Okay. Kennt Fresh Torque, ist der gemeint. Ja, vermute mal. Guck mal, hier unten ist noch eine Tür. Mach mal auf. Ich komme. Hier. Okay. Ich bin direkt neben dir. Ich sehe dich doch. Aber das Spiel nicht. Achso. Das war meine andere Waffe nochmal nachladen. Vielleicht erstmal. Dieser Schacht sieht mir schon wieder zu verdächtig aus. Ja, dieser Raum hier. Hier ist ein Fahrstuhl. Guck mal. Was ist zu? Aber der hat keinen Strom wahrscheinlich. Hier ist ja aber auch eine Leiter. Guck mal, der Bereich mit der Leiter sieht wieder genauso aus wie jedes Mal. Ja. Das geht hier gleich bestimmt rechts und dann links rum, ja, wie immer. Zack. Nein! Und ich wette, wenn ich den Generator anmache, kommen Gegner. Ich hoffe, das geht einfacher als letztes Mal. So war das. Quicktime-Event. Ich gucke auf den Schacht.
Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkrohr. Okay, bis jetzt ist alles. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann alles ich dahin. Ist gut. Okay. Huch. Oh, was war das? Ich hab C gedrückt, ich wollte mich ducken. Aber es hat nicht geklappt. Ja. Egal, keine Gegner, ey. Ja, geil. Ey, Maler. Smirnoff. Ey, Maler. Oh, oh mein Gott, Gegner, da ist ein Gegner. Ich komme. Aber das ist einer von diesen Easy-Dingern. Da unten. Oh, shit. Mein Gott, hinter dir. Stirb doch. Oh, sprügel die Scheiße aus dir raus. Oh. Traut euch. Ah, der hat sich getraut. Der Aufzug geht wieder. Oh, geil. Haben wir auch noch nie gemacht, ne? Nee. Sag mal, ist deine Kamera auch so nah, dass du nicht mal deinen Arsch sehen kannst? Manchmal. Oh, wir sind schon oben. Bei mir ist das immer scheiße. Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Hier kann man looten, leveln. Das muss drin sein im Spiel. Was braucht ein Spiel? Looten und leveln. Hey. Hä? Oh, nee, oh, der Raum, den kennen wir doch. Ey, das sieht alles gleich aus. Was ist das? Glaube ich gerade jemand Isaac sagen hören. Echt? Oder ich krieg schon Paranoia hier. Oh, guck mal, das ist bestimmt wieder dieses tolle Rätsel. Oh Gott. Ja, wie ging das denn nochmal auf? Achso, mit E. Ah, nein. Ich wechsle schon mal die Waffe. Nachladen. Ja. Ja. Dieses Flaggern. Oh. Das war falsch. So, es geht aber. Ja, im Endeffekt geht das. Oh, was ist denn hier? Juckt mich nicht. Hörst du diese komische Jazzmusik im Hintergrund? Ich verstehe nicht, was da überhaupt im Hintergrund abgeht. Ob da Gegner sind? Och, ein großer Raum, das... Oh nee, hier sind wir wieder. Hä? Torkstange? Aktivieren. Gegner! Okay. Gegner! Treppe! Einer von links. Oh, weg damit. Ja, wo sind die? Nach. Ich höre doch was. Da unten klopft euch vielleicht wieder. Ja. Da kommt er. AI. Das war diesmal einfacher als sonst. Ja. Oh, hier ist wieder tausendfach Loot. Was denn hier? Geht nicht, verriegelt. Oh, hier ist ja eine Bank. Ja, geil. Frage ist, haben wir überhaupt schon was so für sich lohnt? Ich weiß nicht, bei mir wird irgendwas mit neu gemacht. Bei mir auch. Keine Waffe kann ich herstellen. Aber was bringt mir das? Will ich nicht. Ach so, ich kann einen Platin-Slot freischalten. Deswegen... Möchte ich aber nicht. Hä, wie komme ich hier raus? Ich will hier raus, ich will keine Waffe herstellen. Alter. Fertig. Ich mache jetzt mal so eine Torque-Stange, wofür die auch immer gut ist. Ey, ich habe jetzt irgendeine scheiß Waffe hergestellt, bestimmt alle meine Ressourcen verbraucht. Ohne, dass ich damit irgendwas anfangen konnte. Wo müssen wir denn lang? Hier runter, aber hier wurde doch nach so einer komischen Stange gefragt, oder nicht? Ja. Oh! Ich glaube, ich habe ein Secret geöffnet. Ja.
Ja. Secret, Lootraum. Was? Alter, ich bin der Schatzsucher. Hey, wie hast du das denn gemacht? Ich habe so eine komische Torquish-Stange gebaut. Und die konnte man hier einsetzen. Okay, doch. Ja, irgendwie ist hier nichts drin. Und ein Upgrade-Chip. Oh. Feuerrad und Schaden 1. Okay. Ich habe hier Dings, wieder irgendein Waffenteil aufgesammelt. Das müsste bei dir, glaube ich, auch dann automatisch drin sein. Im Inventar oder so. Dann gehen wir nochmal hier dran. Gucken wir. So, was haben wir? Telemetriebolzen. Ja, erstmal will ich die neue Waffe modifizieren. So. Rein damit. Waffen herstellen. Ja, können wir denn jetzt auch endlich mal 3 verschiedene Waffen haben oder nicht? Ne, ich glaube nicht. Komisch ist es. Mhm. Telemetriebolzen. Standardspitze. Wolfram fehlt natürlich. Aber man kann sich natürlich schon viele Waffen herstellen, aber überall fehlen die Ressourcen dafür. Ja, momentan schon. So, und wo haben wir jetzt was Neues? Telemetriebolzen, was ist das denn? Genau, das habe ich bei mir unten an die Waffe getan. Ein Bergbautool, das Bolzen aus einer gehärteten Legierung abfeuert. Was guck macht mal, das wie denn? Es aussieht. Oh! Im Prinzip wie die Armbrust vom Half-Life, wenn du die kennst. So. Sollte oder ich das anstelle des Militärantriebs nehmen? Ich weiß nicht, ich hab mein, was war das, Plasma-Antrieb weggetan. Mhm. Oh, mir ist, ah ne, die konnte ich ja genau. Okay. So, ich bin ready. Warte mal. Ich glaube, ich habe hier gerade was ganz Tolles. Bei mir, bei meinen Waffen irgendwie. Geil, Alter. Wenn wir noch Gegner an die Wand nageln können, perfekt. So, ich hätte vielleicht Skype mal auf lautlos machen sollen, fällt mir gerade ein. Status. Ich hoffe, über das Handy macht es genau dasselbe. Wir haben PC, dann gleichzeitig. Dieses Drehding ist doch total sinnlos bei Waffen, ne? Ich hab's jetzt an meiner einen Waffe dran gemacht. Das halt kommt auf die Gegner an. Aber ich glaube, ich hab halt auch einfach nichts Besseres, was ich sonst noch dran setzen kann momentan. Ich glaube, so langsam verstehe ich nämlich dieses Ding. Das ist halt schon. Jetzt so langsam verstehe ich das Aufrüsten der Waffen. Das ist gut. Gut, gut. Weil es gibt ja anscheinend irgendwie so einen rechten oberen und einen rechten unteren und halt einen linken oberen und einen linken unteren Slot. So, meine Waffe sieht jetzt irgendwie komplett anders aus. Und angeblich soll die explodieren. Ja, tut's auch. Anscheinend. Okay. Wenigstens habe ich keine Waffe mehr, die gar keinen Schaden macht. Immerhin. So, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Ich habe jetzt auch mal links nachgeguckt, wegen mehr Waffenslots, gerade kurz. Mhm. Und man kann nur maximal 2 Waffen bei sich haben. Was ich irgendwie crappy finde. Ja, 2 Waffen ist halt schon scheiße. Oha. Ach du Scheiße, das sieht aus, als könnte man hier viel looten. Und es sieht nach sehr viel Kampf aus. Was? Ich dachte gerade, ich hätte jetzt Kampfmusik gehört, aber es war diese komische Jazzmusik wieder. Nice. Oh, irgendwo Gegner. Hä, was? Ich weiß nicht wo. Ich komme halt zu dir, lieber. Da. Es explodiert ja alles, wenn ich schieße. Da oben auch? Ah ja. Wie schieße ich denn nochmal meine andere Munition aus? Das kann ich dir nicht sagen an der Tastatur. Hier ist irgendwo noch so ein. Da oben. Da.
Ach, mit Leertaste ist das. Oh, der ist geplatzt. Geil. Gut, einmal nachladen. So, und looten natürlich. Ja, jetzt ist auch die Frage natürlich immer, ist es sinnvoller, wenn du die Sachen behältst, um irgendwann eine neue Waffe herzustellen oder halt immer wieder Upgrades machst, ne? Na, schätz mal, man muss irgendwie auch so die Waffe für sich finden. Naja, das ist vermutlich auch. Oh, ja? Artefakt gefunden. Das ist das Laura Ingström. Mhm. Dann nehmen wir dich halt. Leben kann ich auch mal kurz auffüllen. Stimmt. Ja, Aufzug. Ja, würde ich sagen, ne? Wie machen wir das? Ja. Irgendwas passiert auf jeden Fall. Oh! Hä? Es hat sich bei mir nichts geändert, als dass die Tür jetzt aufging. Ich hab nur Geräusche gehört. Aber wir sind so fett, wir brauchen halt einen Lastenaufzug. Oh, da hinten. Oh shit. Hä, unsichtbare Wand oder was? Nee, der hat einfach... Hast du geschossen oder habe ich geschossen? Ich hab nicht geschossen. Weil wenn ich das untere mache, der hat, das hat halt keinen Schuss abgegeben, aber Schaden gemacht. Hä. Okay. So. Alles hoch radioaktiv hier. Ich höre doch was. Oh, da wo wir herkamen. Ja. Treff ihn nicht. Oh Gott, ich kann nicht schießen. Oh, der ist geplatzt. Looten. Ah, ich glaube, das ist so ein Bolzengewehr, deswegen macht das kein richtiges Geräusch. Man sieht bei, also das, was ich jetzt habe, man sieht auf jeden Fall so einen kleinen Bolzen fliegen. Fisch. Oh mein Gott! Hinter mir, hinter mir, hinter mir, direkt! Ich kann ihn, ich treffe ihn nicht! Alter! Oh mein Gott, lebt ja noch! Ich hab halt drauf geschossen, aber es trifft nicht. Ja, GG. Ja, geil! Egal, Hauptsache es hat dich erwischt, nicht mich. Ja. Denke ich auch. So, was haben wir denn hier so? So, danke. Oh, eine Bank wieder. Aber bringt ja nichts. Oh, kleine Mistviecher. Nee, nicht wieder diese Dinger. Ey. Hä? Noch eine Bank, warum? Ja, weiß nicht, wir haben ja nichts Neues eigentlich. Nö. Oh, das sieht tot aus, okay. Oh mein Gott. Tesla kann man da reinlaufen oder stirbt man dann? Jesus, kommen Sie her! Oh, man stirbt. Ich kann dich nicht retten, Mann! Du bist so dumm! Jedes Mal passiert es! Ey, aber ich habe hier so einen richtigen Epilepsie-Schirm bei mir, weil ich immer diese ganzen Blitze die ganze Zeit. Ja, dein Partner ist gestorben. Was erwartest du? Ja, ich dachte, es wäre nicht so schlimm. Wenigstens sind wir direkt wieder hier. So, irgendwas müssen wir hier machen. Oh, das. Rausschießen müssen wir nicht. Ich glaube, was. Ausgenommen. Jetzt hat's aufgehört. Okay. Ja, was passiert da? Komische Felder. Da hinten liegt noch was. Oh, schon. Nee, doch nicht. Komisch. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Guck mal, jetzt haben wir ja quasi eine Art neue Falle aktiviert. Und wir müssen halt immer so abwechselnd gucken. Hä? Hä? Was machst du da? Das funktioniert irgendwie nicht.
Hä? Hä? Ich kann das auch nicht lösen. Ey, warte, warte, mach nochmal, mach nochmal. Ich glaube hier. Genau, hier hat sich was geöffnet. Ach so. Die Sache, wenn ich fertig bin, ne? Ja, ist okay. Ich habe irgendwas eingesammelt. Jetzt müssen wir bestimmt wieder zurück, genau. Alles gut. Diese Geräusche fucken übertrieben ab. Mhm. Ah, Moment. Ja, ja, den Loot wollen wir doch mitnehmen. Da hinten auch. Oh! Oh nein, der will die Leiche wieder beleben. Er hat's geschafft. Ich hab's aber down. Konnte nicht mal aufstehen. Ich hab dich nur Tastenspam gehört. Isaac, ist das für ein schrecklicher Lärm? So, da haben wir wieder die Bank. Ich hab was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Informationsplatten fallen auseinander. Die Nachricht ist eine Warnung hast an das jemanden gesehen? Namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden? Da ist ein Vieh draufgelaufen, ja, ist hochgeschleudert worden an die Wand. Ja, geil. Ich glaube, da sollten wir nicht reinlaufen. Nicht? Soll ich das mal ausprobieren? Ja, nein. Sonst werden wir wieder zurück am Anfang geschickt. Ich will es eigentlich ausprobieren. Ach komm. Geh weg.